Nerven sind anatomische Strukturen, die der Erregungsleitung und dem Informationsaustausch dienen. Aufgebaut sind Nerven aus einer Vielzahl von einzelnen Nervenfasern, die gebündelt werden und vom Bindegewebe umgeben sind. Das Nervensystem liefert Informationen, wie etwas aussieht, wie etwas riecht, wie etwas schmeckt. Es verarbeitet diese Informationen und reagiert auf diese Informationen. Zum zentralen Nervensystem zählt man alle Nervenstrukturen, die im Gehirn bzw. im Rückenmark lokalisiert sind. Das periphere Nervensystem umfasst sämtliche nervale Strukturen, die außerhalb von Gehirn und Rückenmark liegen, wobei diese Unterteilung eine rein topografische ist, denn diese beiden Systeme kann man funktionell nicht voneinander trennen. Sie arbeiten zusammen und die Strukturen des peripheren Nervensystems verbinden das zentrale Nervensystem mit seinen Erfolgsorganen, wie beispielsweise die Muskulatur und die Eingeweide. Der Nervenschmerz, der sogenannte neuropathische Schmerz, ist definiert als ein Schmerz, der auftritt im Rahmen einer Erkrankung oder Läsion von Nervenstrukturen. Hierbei kommt es zu Prozessen, die die Erregbarkeit des Nerven massiv steigern können. Der Nerv entwickelt eine Spontanaktivität, das heißt, diese gesteigerte Erregbarkeit kann spontan auftreten oder auch manchmal durch verschiedene Faktoren getriggert werden. Denken Sie daran, beispielsweise Patienten mit einer Trigeminusneuralgie geben an, dass ihre Schmerzen auftreten, wenn sie sprechen, wenn sie essen, wenn sie sich die Zähne putzen. Das sind sogenannte Triggerfaktoren, die dazu führen, dass der Nerv eine gesteigerte Erregbarkeit aufweist und dann als Schmerzinformation diese Erregbarkeit weitergibt.